Willkommen zurück zu meinem Let's Play Arcanum. Das letzte Mal haben wir, ja, wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, einen kleinen Auftrag für diesen jungen Herrn hier erledigt. Wir sind in die Kanalisation gestiegen und haben dort einen Ring für ihn besorgt, was ganz toll ist. Weil es uns, glaube ich, ein Level gebraucht hat. Wir sind jetzt auf Level 6 bereits. Genauso wie Virgil. Wir haben hier auch noch Sock dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns Sock behalten werden, weil meinen Erfahrungen nach werden wir hier jetzt einen anderen Typen treffen, der möglicherweise auch mitgeht. Der zumindest am Anfang nicht schlecht wäre. Mir ist nämlich eingefallen, ich hatte ein Also wir sind hier in der Devonshire Way. Da sollte eigentlich P-Schüler sein. Aber irgendwo in einer Seitengasse. Also, kann mal hier sein. Ah, P-Schüler und Söhne, wusste ich's doch. Ja, genau, diesen Zwerg hier. Hallo. Der hat sogar eine eigene Stimme. Das spricht immer dafür, dass man ihn mitnehmen kann. I don't believe we've met, your Who name is. You be to ask a dwarf his name? Bloody ignorant outlander, I'd say. As if a dwarf would give his name. Okay, ein schottischer Zwerg. Forgive me, I wasn't aware it was such a breach in etiquette. I think I've caught you in the wrong mood, excuse me. Excuse me? You don't need to take such treatment from this dwarf. Bloody annoying little runt, if you ask me. Your opinion has been noted, Virgil. I mean, look at him, putting on airs like he's some sort of native dwarf. I'd be surprised if he's ever even been out of the city in his entire life. You can always smell a city dwarf a mile away. Probably got a manicure. Beard looks a bit scraggly too. Probably out past his bedtime. Virgil ist nicht sehr freundlich zu dem armen Zwerg. Enough, Virgil. Now, what seems to be the problem, sir? That it was bloody rude of you to be asking me, a dwarf, for his name. It's not something to be thrown out and away like the day's rubbish. I'll not tolerate such from a dwarf. Rein in your tongue. Oh, ja, das könnte dann dazu führen, dass wir nichts mehr mit ihm zu sprechen haben. Nein, wir sind ja freundlich. Hm. I suppose you're none to blame, stranger. Perhaps I am a little quick-tempered myself. Please forgive my harsh words. You may call me Magnus. Magnus. A pleasure, sir. What were you saying about the dwarf's name? Well, dwarves are an ancient. And our traditions are undeep. A dwarf's true name, his family name, is a sacred thing. A thing of mystery and power. Magnus is my common name. If I knew you well, I'd also tell you my family name. But Magnus will do for now. Why are you so protective of your family name? It's a symbolic, a reflection of our history, who we are. A dwarf who gives just anyone his name has no respect for that history. I see. Thank you for the lesson, Magnus. It's nice to meet an outlander who tries to understand our ways. Well met, my friend. Now, how can I help you? Might I ask you a few questions? What is it that you need to know? Do you know what establishment this is? Yes, I do. And I curse the day I ran across the devils who own it. Ungodly bunch they are. I can only guess what goes on behind those doors. Building is the headquarters for the infamous P. Skyler and Sons. Okay, Skyler? Naja. Ich nenne sie trotzdem Schüler und Söhne. What can you divulge about P. Schüler and Sons? Why are you loitering outside of the store? I see a few more... What can I divulge, you ask? Where would you like me to begin?
B. Skyler and Sons is the oldest business in Tarant, a trader in jewelry and the occasional rare or sought-after trinket or bauble. Their business reputation is untarnished, second to none. And yet there's something strange about them. Strange? Strange doesn't begin to describe what they are. Do you know that no one has seen the supposed owner, Polonius Schuyler, or his sons in more than 15 years? But even then, the gentleman who saw them, a trader in gems from Ireland, died a week later from what they could only describe as consumption. Okay. What else is said about them? Have you heard about the Eyeless Five? 8 years ago, there were five ruby pendants sold at auction through P. Schuyler and Sons. All the ladies who wore them were murdered, their eyes plucked from their heads. Okay. Why would P. Schuyler and Sons plot to kill their customers? Why do madmen do anything? They're bloody madmen, that's why! You're not going to use the sense you are born with, and I'll not continue. Suffice it to say that P. Schuyler and Sons is an extremely unusual company. I'm not the only one to think so. Okay. I understand, Magnus. What are you doing here? I'd ask you the same, my friend. You seem awfully curious about P. Schuyler and Sons. What brings you here? I have my reasons, and I'm not playing the conspicuous twit. I'm investigating a ring. It appears they were the sellers. Interesting. I too am investigating one of their products. I saw it for sale in a pawn shop down the merchant's quarter, and it had their imprint. Would you like to see it? Eigentlich nicht, aber wir sind ja freundlich. The dwarf shows you a rather plain-looking bronze bracelet with some faded scratchings barely visible along its outer surface. On the inside you see the imprint of P. Schuyler and Sons. A rather nondescript piece, I'd say. What is its significance? What are these carvings? I can't quite make it out. I'll be leaving now. Das Ober ist sicherlich unfreundlich, aber... Nondescript? This bracelet is ancient. An unbelievable find. And the final piece to a puzzle I've spent my whole life trying to unravel. Don't keep me hanging. Do you see these dwarven gauntlets I wear? They were given to me by my grandfather, who in turn received them from his. Do you see the symbol carved on them? It's the same as the symbol carved on the bracelet. These gauntlets are the only link I possess to my ancestors, my clan. Lost to my family since before any of us can remember. Who was your clan? Why was your family separated from them? Never ask a dwarf the name of his clan! Oh, God. I'd sooner cut my beard than tell you the sacred name of my people. Such an action might be considered blasphemy. And as for my family, that's none of your concern. We were lost to them, and I've spent the last 200 years looking for where they might have gone. Okay. Seit 200 Jahren, das ist schon ziemlich irre. Well, that's another dwarven tradition. We don't talk about our age without wonders. Superstitious lot, aren't you? I see. Why don't you ask this curious about the bracelets? That is the point of this whole story. I've tried on multiple occasions to speak with the Skylers concerning this bracelet and where they got it. But I've been stonewalled by their employees from the very beginning. They're hiding something. I know it! Yeah. What could they possibly be trying to hide? Behind their inventory. The reasons for their reclusiveness, who knows? But I do know that I'm gonna find out where they got this bracelet, regardless of what is necessary to do so. I see. Well, perhaps we could work together. Look, I think you're a bit green just yet. Come back after you've seen a little more of the world. Ah, okay. Wir sind noch unerfahren. Zu unerfahren. Always chooses his companions wisely. I just don't know about you. I do wish you luck in your search, though. If I do find anything out, I'll share it with you.
I'd appreciate an information you might uncover. Goodbye. Hm. Na dann, mal rein mit uns. Hello, welcome to P. Schüler and Sons. Dealers in the rare and beautiful. My name is James Kingsford. How might I help you? Hello, I'd like to talk with someone concerning this ring. What exactly can I help you with? Did you purchase the ring from P. Schüler and Sons? Not exactly, I was given the ring by someone. I'm very sorry, but we don't guarantee the quality of our products unless they were purchased directly from us. Now, if there's nothing else, I really must get back to work. No, you don't understand. I'm afraid that's quite impossible. The Schülers are extremely busy men, and I know they can't be bothered with something as trivial your concerns. Can't be bothered with something as trivial your concerns as your concerns. Da fehlt ein S. With a product you didn't even buy. But wait, I just need to find out who. I'm so very glad you stopped by, though. Feel free to browse the store. Locked. Okay. Welcome to P. Schüler and Sons. Dealers in the. Yeah. Look, I really need to talk with someone about this ring. Listen, Mr. Kingsford, I recommend you let me in here. I'm afraid that's quite impossible. The Schülers are. Yeah. Abgewimmelt. Never does. Your tone seems to concern him. Oh, really? On what grounds do you recommend that I let you in here? On the grounds that you're going to bleed otherwise? Wir könnten ihn bedrohen. Das wäre böse wahrscheinlich. Das erste, glaube ich, wird nicht funktionieren. Ich glaube, wir haben noch zu wenig Überzeugungskraft. He seems a bit shaken to the authorities. Why he regains a little of his law. I see. Well, if that is the case, I demand to see your credentials, sirs. You're in no position to demand anything. Open these doors. Oh, mein Ding ist doch offensichtlich gut genug. Meine Persuasion war gut, dass wir uns am Anfang Charisma und Persuasion genommen haben. Oh, look, I have nothing to do with what's going on down there. I just work up here. Watch the front door. What exactly is going down there, Mr. Kingsford? No, I can't talk about it. They did something to me. If I tell you, then please don't make me say anything more. He hands you a key. Please just take this and let me go. Na, das ist natürlich auch eine Art und Weise durchzukommen. Noch ein Schlüssel. Key to the back room of P. Schüler. Schauen wir mal. Ich würde sagen, da hatte Alfred gelebt, geschlafen. Schade, es gibt hier nichts zu plündern. Na gut. Dann gehen wir wieder raus. Nächster Raum. Okay, hier scheint es aber auch recht leer zu sein. Okay, da ist eine Trapdoor. Na dann, zur Trapdoor. Eine Laterne. Okay, hier scheint es etwas gruselig zu sein. Das heißt, wir machen uns wieder
etwas geschickter. Huch! Was ist denn da? Da ist ein Zombie! Echt jetzt? Ach, wir sind unfähig. Oh, da kommt noch einer. Das ist ja toll. Hinfort mit dir, Zombie. Ach, wir sind so unfähig. Hey, hörst du auf, den Namen Virgil zu hauen? Ah, da kommt noch einer. Also dort, wo Sock drauf hat, wächst kein Gras mehr. Da sind jetzt zwei, da machen wir eine Feuerwand her. Hihihihi. Ja, da kommt ja noch einer. Jetzt hier auf den armen Virgil zu hauen. Oh, wie schon gesagt, dort wo Sock hinhaut, wächst kein Gras mehr. Er trifft zwar nicht besonders gut. Und nicht besonders oft, aber wenn er trifft, dann... Na hey. Drehen wir die Wand ab. Machen wir da weiter. Ah, wir sind ja schon fast beinahe gut im Treffen. Wohin rennst denn du? Kommst du wieder her zu mir oder muss ich dir nachrennen? Ich will dir nicht nachrennen. Blöder Zombie. Nigel. Oh, da kommt noch einer. Also wir können oft zuschlagen, aber wir machen weit weniger Schaden als zum Beispiel Sock. Hey, hör auf, meinen armen Dings zu schlagen. Armer Virgil. Sind sie gemein zu dir? Haben die irgendwas dabei? Kann man die plündern? Nö, Mist. Die noch nicht. Da hinten ist einmal nichts. Okay. Oh. Da sind noch ein paar Zombies. Nein, lass dir den Namen Virgil in Frieden. Oh, der hat sich mit einem kritischen Treffer selbst geschlagen. Sehr gut. Das sind wieder zwei. Das heißt, wir könnten rein theoretisch wieder eine Wand rundherum machen. That's the way to show those bastards. I mean, good hit, sir. Hm, da ist noch eine Hedge. Das heißt, da geht es noch weiter runter. Ah, aber da sind auch noch Sachen. Ich mache es aber noch nicht auf. Mal schauen, vielleicht finden wir irgendwelche Fallen. Ich vertraue dem Ganzen nicht. Ah ja, da war eine Falle, ist eh klar. Das haben wir gut gemacht. Hey, und ein Helm. Den kriegt das Sog. Bitteschön, Sog. Ah, verdammt, du hast ja lauter Zeug, das wir verkaufen können noch. Ja, das können wir weghauen. Das können wir da lassen. Das brauchen wir echt nicht.
Gut. Da ist nichts drin. Oh je, ein Fetzen. Na gut, soll sein. Naja, das bedeutet, wir könnten weiter runtergehen. Machen wir das doch glatt. Suchen wir P-Schüler und Söhne. Da kommt schon wieder ein Zombie. Aber ein Zombie ist kein Zombie, könnte man beinahe sagen. Da hinten ist noch einer. Ha, wir sind so großartig. Nigel. Oh, also nichts. Und da kommt schon der nächste. Au. Diesmal haben wir uns umgehaut. Von hinten angreifen ist irgendwie fies. Aber gut, was soll's. Sehr nett, Virgil. Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig vorgehen. Ich glaube, es gibt hier Fallen. Ich möchte nicht alle Fallen auslösen, indem ich durchrenne. Ah, und noch ein Zombie. Na toll. Sogar zwei. Oh, sogar drei. Na super. Können meine Leute auch treffen und nicht nur sich selbst? Also wie sagen, können sie die Zombies treffen und nicht nur sich selbst? So, und in deine Feuerwand. Das wird euch lehren, uns anzugreifen. So. Wir haben uns mehr Schaden selbst gemacht als durch die Zombies. Gut, das ist ein Grab. Ich meine. Und eine Falle. Gut gemacht. Gott sei Dank hat der Virgil diesen Gifte wegbringen. Zauber. Weg. So, dann gibt es zwei Wege. Virgil, könntest du bitte nicht dich treffen, sondern den Zombie? Ah, wir sind gestiegen. Das finde ich auch. So, wir können aufsteigen. Und dann entscheiden wir, ob wir links oder rechts gehen. Wir könnten weiter... Charisma. Wir müssen Charisma auf jeden Fall auf 12 bringen im Endeffekt. Damit wir Persuasion auf Stufe 3 bringen können. Oder Intelligenz auf 12, damit wir die dritte Stufe zaubern lernen können. Der Fireflash wäre sicherlich an einem Willpower auf 12. Intelligenz brauchen wir fürs Zaubern gar nicht. Oder wir könnten Purity of Water. Na, Purity of Water bringt jetzt hier unten auf keinen Fall was. Ich meine, Strength of Earth wird was bringen. Hm.
Wir könnten Willpower schon um eins erhöhen. So, in diese Richtung. Ah, da ist es aus. Also in diese Richtung. Mal schauen. Wir hätten auch gleich schauen können, was unsere Kumpels gelernt haben. Mit der neuen Stufe, weil jedes Mal, wenn wir steigen, steigen auch die. Genau, machen wir das doch mal glatt. Character Sheet. Wo ist er gestiegen? Schwer zum sagen, aber er ist auf jeden Fall auch Level 7. Das machen ja nicht wir, das Steigen. Das macht ja der Computer. Picklocks. Kann ich ihn einsetzen, um Dings zu machen? Dodge und Melee. Ah, Dodge könnte man eigentlich auch einsetzen. Da haben wir natürlich nichts, oder einen neuen Zauberspruch. Minor Healing und Hold Poison. Das Hold Poison ist super. Das brauchen wir echt. Einen neuen Zauberspruch hat er, soweit ich das sehe, nicht. Ah, wir hätten das Heil nicht nehmen sollen. Wir haben eh Virgil. Das war ein Fehler am Anfang, den wir da gemacht haben. Ah, und noch eine Trap. Und das Hold Poison. Hey, eine Mnura Coin. Und 15 Goldstücke. Naja, immerhin. Besser als nichts. Man könnte sagen, besser als ein Stein am Schädel. Schauen wir uns noch an, was du kannst. Du bist jetzt Level 4. Okay, Perception 7. Ah, Dodge 2 und Melee 2. Können wir die eigentlich ausbilden? Der ist eigentlich auch gut. Der ist gar nicht schlecht. Böse, meine ich. Ich dachte... Ich dachte... Naja, gut, soll sein. Aber sonst kann er, glaube ich, nichts. Er ist nur kräftig. Und zwar wirklich kräftig. Ein bisschen geschickter. Text 10. Das heißt, um noch da weiter rauf zu kommen, müsste sogar Dexterity erhöhen. Möglicherweise macht er das dann nie. Weil ich glaube, der macht nichts anderes als das. Und noch ein Haufen Zombies. Na super. Geht weg, ihr elenden Zombies. Hörst du auf? Na super, jetzt bin ich allein mit diesen Zweien. Da sind ja noch gut viele. Na gut, das heißt, wir bauen damit jetzt nochmal eine Wand als erstes. So, wer von euch beiden hat schon mehr abgekriegt? Du. Dann hauen wir dich weiter. Au! Was heißt Critical Miss? Du Schwammerl. Ich brauche den gar nicht hauen. Die Feuerwand sollte den jetzt hier umbringen. Feigling.
Zurück. Ah, hört sie auf, den armen Virgil zu hauen. So, machen wir da noch eine Wand. Mit dem hier. Das müsste dazu führen, dass die beiden relativ bald sterben. Hoffe ich. Hör auf, den armen Virgil zu hauen. Ja, der ist kurz vorm Tod sein. Den greifen wir an. Na bitte. Stirb, Zombie. Stirb. Ah, sehr gut. Ja, ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Vielleicht doch nicht so schlecht, dass wir uns das Healing genommen haben. Komm schon, Zombie, stirb. Sehr gut, dieser Zombie ist eh schon knapp vorm Sterben. Gut. Uff, das war jetzt nicht leicht. Der Kampf. So viele Zombies auf einmal. Und Sock war gefesselt. Ah, da kommen noch zwei. Und da geht's weiter runter. Es sind nur zwei. Könntest du dich bitte nicht dorthin stellen, Sock? Da kann ich jetzt keine Feuerwand hinbauen. Idiot. Naja, klar, haut's nur auf mich ein, habt schon recht. Ich hab's ja auch nicht anders verdient, wahrscheinlich. Nein, nein, geh ihm nicht nach. Ach Gott, der ruft ins Grab. Mhm. Aber jetzt. So. Wow. Eine Monster-Axt. Die kriegt das Sog. Soggy. Ah, okay, das Schwert dürfte besser sein als die Monster-Axt. Nicht schlecht. Nur ein gutes Schwert gekauft. Oder haben wir das überhaupt gekauft oder haben wir das gestohlen von jemandem? Tja, okay. So, Herrschaften, an dieser Stelle höre ich für heute wieder auf, bevor wir da weiter runtergehen in diese Katakomben. Das ist ja unfassbar, wie weit es da runtergeht. Also, wie schon gesagt, einen schönen Abend wünsche ich euch noch. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.